tablet.de und ich habe heute ein etwas anderes Gerät für euch, nämlich das. Wow, das klappt ja perfekt. Das war eigentlich so nicht geplant mit dem Sound, aber trotzdem ein schöner Einführungssound. Was habe ich da? Ich habe mir das Samsung Galaxy S2 gegönnt. Ein super Smartphone, 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor. Es ist super schnell, sofort im Internet. Ist wirklich wunderbar flach, fühlt sich toll an. Und heute habe ich einen kleinen Tipp für euch. Nämlich, es gibt ja die Funktion, dass man über den USB-Anschluss dort, über den Micro-USB-Anschluss, mit Hilfe eines Adapters einen ganz normalen USB-Stick anschließen kann. Oder eine Festplatte, etc. So, der Samsung Micro-USB-Adapter kostet bei Amazon 12,90 € momentan und ist nicht lieferbar. So, deswegen mein heutiger Tipp. Es gibt einen Adapter von Nokia, das ist der CA-157. Das Ding kostet 3,42 € momentan, inklusive Versand, und ist mit dem Samsung Galaxy S2 fast kompatibel. Wieso fast? Nun ja, ich habe mir das Teil bestellt und wie ihr vielleicht sehen könnt, so sieht ein normaler Micro-USB-Anschluss aus und so sieht der Adapter aus. Das heißt, diese Ecken müssen noch weg. Wie macht man das am besten? Man nimmt eine Feile und feilt sie einfach ab. So einfach ist es und das werde ich jetzt machen. So, das Ganze 5 Minuten später sieht es so aus. Hier ist das eine Teil hier ein bisschen weggeknickt, das ist gar kein Problem. Das kann man mit der Zange ein bisschen nachbiegen oder auch mit dem Fingernagel. Und ja, dann steckt man das einfach, das Galaxy richtig rum natürlich. Und schon wird angezeigt, USB-Connector verbunden. Da kann man natürlich einen beliebigen USB-Stick anschließen. Man sieht auch schon, der leuchtet. USB-Gerät verbunden. Die Medien werden jetzt gescannt. Ich habe es vorher noch nicht gemacht, über eigene Dateien wahrscheinlich aufgerufen werden. Richtig. Na, wo ist es denn? USB Storage. Da. Da sieht man auch schon einen HD-Film. Kann leider nicht wiedergegeben werden. Dann schauen wir uns mal eine Präsentation an. Vom Stick wunderbar. Wird alles angezeigt. Alles wunderbar schnell sofort geöffnet. Also kein Problem. So, wenn jetzt einige sagen werden, ja gut, es gibt andere Adapter für das Galaxy S2, die sind so klein. Das Problem bei den ganzen Billigadaptern aus China ist, wobei das natürlich wahrscheinlich auch aus China ist, dass dort die Data-Leitungen nicht verbunden sind. Das heißt, das Gerät kann dann zwar damit aufgeladen werden, aber es kann kein USB-Stick, also es können keine Daten transferiert werden. Das ist dann das Problem. Und deswegen hier die Lösung mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, einer Feile und so einem Adapter für 3,43 € bei Amazon. Kann man sich einen wunderbar günstigen Adapter machen. Dauert keine 5 Minuten, die Lieferung war sehr schnell. Und ja, den Amazon-Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und das war's für heute. Ich bin Daniel von tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.